Ja, ich musste gerade an denken bei Herrn Mittermeier. Wie sagt man denn? Michael Mittermeier? Herr Mittermeier. Ich musste bei Herrn Mittermeier dran denken, als er gesagt hat, so, es werden ja gerade so viele Sachen rebootet im Fernsehen. Das stimmt. Aber es wird immer nur Unsinn rebootet. Also es gibt jetzt wieder so, der Preis ist heiß und es ist so mittel. Und ich habe sogar, warum würde man nicht was Cooles rebootet? So irgendwas, was alle damals auch cool fanden. So, keine Ahnung, Mini-Playback-Show oder so. War doch geil, oder? Mini-Playback-Show war doch geil. Kennt ihr noch? So kleine Kinder spielen ihre Idole nach, so der 6-jährige Kevin, ab durch die Zauberkugel. Und dann kam wieder raus und dann wurde gesungen und alles war cool. Und warum wird das nicht gemacht? Ich habe lange drüber nachgedacht, bis mir klar wurde, die Musik hat so eine ungünstige Abzweigung genommen. Weil wie wär's jetzt, wenn so die 4-jährige Katharina so ab durch die Zauberkugel und hier ist sie wieder als Cardi B mit Wet Ass Pussy. So. Und dann kommt sie raus, die 6-jährige Katharina, nur mit so einem Stringtanga an, mit so kleinen Strasssteinen auf die noch nicht vorhandenen Brüstchen geklebt, twerkt so Mareike Amado an, spritzt so ein bisschen Pussysaft auf die Kinder in der ersten Reihe. Deshalb machen die 7 Tage 7 Köpfe. So.